klopf, klopf. Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist tatsächlich soweit. Es geht mit der RSV Limo weiter, beziehungsweise mit ein paar Anbauteilen, wie ich es auch versprochen habe. Wir sind in Essen bei der Firma CAE. Ich hoffe, Christian ist da. Heute geht es um dieses Gerät. So sieht es zumindest original aus, und zwar die Schaltung am Auto. Und genau da wollte ich bei der Limo unbedingt etwas Besonderes haben. Und Christian hat mir diesen Traum erfüllt. Und das gucken wir uns jetzt an. Let's go. Schön hier. In Essen. Ruhrpott. Hallöchen. Hallo, guten Tag. Hallo. Oh, ich hab was mitgebracht. Da muss so dein Herz direkt aufgehen hier, ne? Ja. Ein seltenes Originalteil. Da sind wir. Firma CAE in Essen. Ein Urgestein in Sachen Schalttechnologie. So würde ich es mal formulieren. Ja, kann man so sagen. Wie lange machst du das schon? 20 Jahre. Ich wollte sagen, das ist fast so alt wie ich bin. Ein bisschen älter bin ich dann doch, aber 20 Jahre ist schon mal nicht. Von vornherein unter dem Namen CAE? Ja. Schon immer, von Anfang an. Ursprünglich auf jeden Fall. Das Logo gibt es sogar schon noch länger. Noch länger. Aber ohne die Firma CAE dazu. Wir müssen einmal ganz kurz zeigen, worum es heute geht. Weil es wird bestimmt ein paar geben, die können sich ja darunter gar nichts vorstellen, aber es geht, übertrieben gesagt, um dieses Objekt der Begierde. Eigentlich geht es auch bei euch in der Firma fast nur darum, ne? Also mittlerweile werdet ihr wahrscheinlich noch weitere Sachen machen, aber... Nein, im Gegenteil. Wir hatten früher noch andere Produkte im Programm, so ein paar Motorsportteile aus meiner Historie, Opel, C-Kadett und so weiter. Das machen wir mittlerweile gar nicht mehr. Wir haben uns komplett auf Shifter verschrieben, weil wir nichts anderes mehr machen brauchen. Mhm. Die Anfrage für neue Produkte ist einfach so groß, dass wir Schuster bleibt bei deinen Leisten spielen und nur Shifter ausschließlich. Also nur ausschließlich halt. Du sagst Opel, ich habe gerade noch vor der Tür gesagt Ruhrpott, gehört irgendwie immer so im Ruhrpott dazu mit Opel. So, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr so vorstellen, aber vor 20, 30 Jahren war das halt einfach Opel Kadett, Maß der Dinge so ungefähr. Mein erstes Auto halt, dann mit dem C-Kadett, den ich damals hatte, schon so ein bisschen so Hobby-Motorsport gemacht. Ja, dann ging es berufsmäßig los, dann ist halt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber dann auch wieder später 95 wieder eingestiegen mit Slalomfahren und dann ja, sehr, sehr aktiv international Slalom gefahren. Und so kam halt auch die Geschichte, immer an Autos geschraubt, klar. So kam dann irgendwann auch die, die Schaltungsgeschichte, die Problematik Gänge einlegen. Jeder kennt. Kam immer wieder zum Vorschein. Ja, und 2002, da bin ich dann selber schon gar kein Slalom mehr gefahren, da kam dann endgültig die erste Schaltung. Das heißt wirklich? Aus meiner damaligen Schrauberbude raus. Aus der Not heraus im Rennsport mehr, da bin ich ja wirklich auf die Idee gekommen, jetzt brauchen wir eine vernünftige Schaltung. Ja, ganz genau. Das waren ja noch Zeiten, Opel, das heißt, das war dann ähnlich wie es bei mir bei der Limo ist, noch immer alles über Stange geschaltet. Ja, so wie es heute auch bei allen BMWs immer noch ist. Oder BMWs, die haben natürlich ultra kurz immer zum Getriebe, das ist ja so mehr oder weniger, steckt das Ding da ja direkt drauf. Das heißt, erstmal schon mal vorweg, normalerweise, hier Schaltknopf dran, könnt ihr die ganzen Gänge schalten. Dieser typische Schaltmechanismus, den jeder kennt als H, hat erstmal rein gar nichts mit dem Shifter immer zu tun. Das ist im Getriebe drin. Also der Shifter ist eigentlich immer so, dass man ihn komplett im Leeren rumrobeln kann. Ja, ganz genau. So, die eigentlichen Gassen finden immer in dem Getriebe statt. Ganz genau. Wird sich der eine andere bestimmt schon gefragt haben, ob diese Gassen eigentlich, weil bester Fake ist ja Lambo und Ferrari, die ja halt diese Gassen so aufgezeichnet hatten quasi in der Schaltung. Hat rein gar nichts damit zu tun, also diese Gassen kommen schon über das Getriebe. So, und jetzt ist hier eine Stange original dran, die halt dann da irgendwie nach vorne geht und am Getriebe irgendwie diese Bewegung umsetzt und die Gänge reindrückt. Manchmal funktioniert es, manchmal auch nicht. Und dann hast du dir gesagt, das muss besser gehen? Überlegen wir uns auch was. Das geht ja auch besser. Wenn du dir die Konstruktion anguckst, dann wirst du sehen, dass da sehr viel, Spiel hast du jetzt eh, du gehst ja auch mit einer Marionette kannst du auch nichts anfangen, wenn die Seile nicht stramm sind. Ne? Also die wird dann auch keine Bewegung machen. Aber hier sind halt viele Großserienteile, die einfach nur billig sein müssen. Mhm. Ja? Weil die bauen dann, keine Ahnung, 100.000, 200.000, 500.000 Autos. Und wie man sieht, muss das auch in Sachen Komfort, das, was du hier siehst, ist ja nicht kaputt, sondern das ist entkoppelt mit Gummilagerung, damit du halt komfortabel
und günstig schalten kannst. Und das ist die Vorgabe vom Werk. Mhm. Ja, die Konstrukteure haben sich vielleicht was anderes ausgedacht. Der Controller hat hinterher gesagt, zu teuer, zu teuer, zu teuer. Wir müssen streichen, streichen, streichen. Und dann kommt im Endeffekt eine Switter-Lösung günstig und komfortabel dabei raus. Aber um das kurz auf den Punkt zu bringen, es geht eigentlich dabei, dieses Teil so neu zu bauen, dass die Schaltwege am präzisesten und am knackigsten und am geführtesten sind. Das ist genau. So eigentlich, ja, genau. Egal auf Geräusche, die sich dann vielleicht aus dem Getriebe innen übertragen, scheißegal, geht wirklich erstmal darum, dass das Schalten im Vordergrund steht, dass das perfekt funktioniert. Ein Tod muss ich sterben. Entweder kann ich ganz knackig schalten oder ich habe ein sehr komfortables Schalten. Hast du den Urshifter hier, so das erste Produkt? Ich habe einen hier, der vielleicht die Nummer 5 oder 6 ist. Den könnte ich zeigen, ja. Geil. Aber nicht lachen, bitte. Nee. Da muss ich einmal kurz... Das Stück Firmengeschichte müssen wir einfach zeigen. Ich sehe gerade, ich habe mich schon wieder so dermaßen eingesaut. Ah, das ist gar nicht schlimm, sieht man gar nicht. Ich weiß, was das war hier. Gab es tatsächlich bei Audi Tradition noch neu zu kaufen. Und dieser Karton, wie man sieht, wird da ein paar Jahre schon gelegen haben. Ja, klar. Daran haben wir uns ja eingesaut. Ah, krass, aber ist ja schon noch so gegenüber den heutigen Sachen schon so in gewisser Weise ähnlich, ne? Also, wir machen mal ein bisschen Platz. So, mal jetzt geht es nämlich in volle und jetzt kriegen wir so ein Ding eigentlich mal erklärt. Auch seit dem ersten Tag Rennsport heißt Alu. Ja, Aluminium, weil es ein schönes Material ist, weil es leicht ist. Und wenn man die richtige Materialauswahl trifft, dann ist es auch stabil. Mhm. Also wir arbeiten ja bei allen Drehfrästeilen mit 70-75er Aluminium. Also Flugzeugaluminium, hochfest. Mhm. Ist vergleichbar von der Festigkeit wie ein mittelfester Baustahl. Aber halt ein schöneres Material. Nicht nur ein Drittel wie Stahl. Ja. Für mich sind ja so ein Shifter schon immer mal so 3 Sekunden optisch auf Rennstrecke. Ne? Das definitiv. Ja, mindestens. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich war bisher kein Shifter-Fahrer. Ich war immer einer eher so lange Schaltwege und habe selber immer so ein bisschen dann rumgedoktert, das irgendwie mit Uniball und so weiter. Ging dann bei der Limo so weit, war überall Uniball, das ist natürlich die Hölle in Sachen Lärm war, weil es gibt nichts Schlimmeres als so eine Stange, die halt wirklich mit einer Uniball das alles bis in den Innenraum überträgt und so weiter. Keine Frage. Jetzt hast du mich aber, ich habe nämlich einen Shifter schon im Aber drin, den siehst du da auch hinter dir an der Wand. Da konnte ich tatsächlich das erste Mal auf dem Messegelände 1-2 Gänge mitschalten und da hast du mich auf jeden Fall schon mit überzeugt. Weil es gibt ja auch so Shifter, die so ultra kurz sind, wo du dann wirklich schon so, ich bin so einer, der fast zum Schaltknopf und muss so ein bisschen wissen, in welchem Gang er ist. So, wenn das so komplett weg ist, also wird man sich auch wieder dran gewöhnen, wenn so ein paar Meter... Du verlierst bei so ultra kurzen Schaltwegen das Feedback. Du hast keine Rückmeldung mehr. Du musst schon merken, wenn der Gang drin ist, also wenn das... Wir haben so ein bestimmtes Maß, was wir immer einhalten bei unseren Schaltwegen. Ich sage mal, je mehr Leistung, umso mehr Schaltweg brauchst du. Mhm. Wenn du 1000 PS fährst, dann ist das auch nicht schlimm, wenn so ein Schaltweg mal 8 oder 9 cm ist. Mhm. Mehr sollte er dann nicht haben, weil dann drehen wir nicht mehr von der Schaltwegsverkürzung. Das habe ich auch noch nie gehört, mit mehr Leistung den Weg länger zu machen. Damit es auch länger dauert? Nein, oder? Es hat was mit der Person im Auto und der Bewegung beim Schalten zu tun. Ja. Weil du bist ja kein starres Teil im Auto. Mhm. Und wenn du so ein... Angefangen hat es mal mit einem K3, da sollte ein Shifter rein und da hat der Kunde gesagt, ich möchte aber unbedingt längere Schaltwege haben. Mhm. Das ist immer so ein Denkprozess, den nimmt man dann mit oder nicht. Ne? Ich habe den mitgenommen und klar, je mehr Leistung, weil beim Schalten bewegt sich alles, auch der Fahrer. Ja. Und um ein bisschen mehr Sicherheit beim Schalten zu haben, ist es nicht schlecht, wenn man ein bisschen länger Schaltwege hat. Gerade auch, ich finde, man trifft auch definitiv einen Gang immer besser, wenn halt einfach dazwischen ein bisschen mehr Platz ist, als wenn das jetzt wirklich alles so auf 1, 2, 3 Zentimeter und so weiter ist. Ne? Ich glaube, du musst mit dem Arbeit echt mal ein paar Runden fahren. Ja, kommt bald. Kommt bald. Sag ich auch immer. Okay, ja, Christian, dann erzähl mal, wo kannst du am meisten drüber erzählen? Ich denke mal, das Hauptteil wird ja schon irgendwie hier in der Mitte die Aufnahme, die Basis sein. Ja, man sieht ja die Gene unserer Shifter schon in diesem Urtyp. Wie gesagt, das ist irgendwie Nummer 5 oder 6, die ich jemals gebaut habe. Ganz schön ist der Schaltknauf, der noch wirklich gedrechselt wurde und nicht gedreht wurde. Mhm. Die Drehteile habe ich machen lassen, ein paar Frästeile habe ich selber gemacht. Blech damals auch selber gemacht, wirklich auf einem Holzklotz gebogen und selber verschweißt. Gerade so die ersten, ich hatte mir mal irgendwann aus Interesse ein Aluminiumschweißgerät gekauft und dann kann man halt auch Alublech verarbeiten. Das stimmt, das waren noch so die Zeiten...
wo, ich meine, heute kann jeder in jeder Ecke Alu schweißen, aber damals dachte man eher noch so, boah, Alu schweißen, wer kann denn hier Alu schweißen und so weiter. Ja, genau. Und dann daraus kam halt die Idee, ich kaufe mir mal ein Alu-Schweißgerät, rein aus Interesse. Und dann sah das vor 20 Jahren auch schon so aus. Dann können sich heute noch einige eine Scheibe von abschneiden. Ja, wenn so die ersten Übungsteile. Ja, aber das sieht man im Internet auf jeden Fall heutzutage noch wilderes. Ich hole mal ganz kurz ein aktuelles Modell davon. Das war Opel, auch für dein eigenes Auto dann also? Ja. Für den Opel? Nee, das ist Käfer. Käfer, ah. Käfer. Ganz kleines Sneak Preview hier und ich gehe zum Ding hier. Der sieht schon optisch leicht anders aus. Das stimmt. Gucken wir gleich. Gucken wir erstmal ein bisschen Technik. Okay, ja, da sieht man die Zeit drin. Das ist jetzt das aktuelle Modell. So kann man es bei uns im Shop bestellen. Ist das eluxiert? Das ist jetzt grau eluxiert. Das fässt sich voll geil an. Fass mal an. Ich muss das anfassen. Fass mal an irgendwie. Irgendwie, weißt du? Ja. Also ich weiß, was du meinst. Ist irgendwie nicht mehr so wie Alu, sondern auch irgendwie nicht wie eluxiert. Ich weiß nicht. Irgendwie so, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, ob das irgendwie in Richtung nitriert oder irgendwie, ob da irgendwas so. Nee. Geil. Ja, man muss halt schon wirklich sagen, die Qualität, die hier an den Tisch liegt, ist schon. Wenn man sich so die ganzen kleinen Radien und Ecken und es ist ja wirklich überall nochmal eine Phase dran. Ja, da legen wir auch größten Wert drauf. Es geht bei den Blechteilen, die wir bekommen, die mittlerweile nicht mehr gelasert werden, sondern die werden präzisionsgefräst auf Vakuumtischen. Mhm. Also Fräsmaschinen mit Vakuumtisch. Und selbst die Schriftzüge, alle Phasen, man muss ja jedes Blech gefasst. Du hast nirgendwo eine scharfe Kante. Also wenn du unseren Shifter anfasst, ja, das, du das wird das sein, genau, das wird das sein, warum sich das so. Ja, also nicht lasern, Kanten schweißen, sondern da sind schon 4-5 Arbeitsgänge dran an so einem Blech, bevor überhaupt da das erste Mal der Lichtbogen brennt. Aber Großteil der Arbeit wird alles noch bei euch hier in Essen gemacht. Ja. Also die, Montage, Einzelteile fertigen und so weiter. Die komplette Montage findet hier statt. Mhm. Wir haben halt die entsprechenden Zulieferer, Drehfrästeile, Blech wird mittlerweile teilweise komplett gekantet angeliefert, weil die Mengen einfach so groß geworden sind. Mhm. Und es gibt halt Teile, die wir selber schlecht kanten können. Wir haben zwar CNC-Kanttechnik, aber um geschlossene Boxen zu kanten, da muss man schon noch ganz andere Werkzeuge haben. Mhm. Wie gesagt, die Frästechnik, Drehfrästeile kommen alle von Zulieferern, die wir hier alle innerhalb von einer halben Stunde erreichen können. Also wir schreiben Made in Germany auch noch groß. Seid ihr, aber ihr seid auch weltweit, würde ich behaupten, fast einer der größten in Sachen Shifter, oder? Ob wir die größten sind, kann ich nicht beurteilen, aber wir sind mit Sicherheit die Ersten. Also in der Form. War wirklich ja. So, dass vor 20 Jahren sonst keiner sowas... Gab's nicht. Ich kenne auch aus meinen Golf 1 Zeiten, da war ich schon, also das ist weniger als 20 Jahre her. Da gab es tatsächlich auch so noch nicht so viel, aber da gab es so von VW Motorsport irgendwelche Shifter genau. noch. Genau. Aber das war auch so mehr mit Stange durch den Innenraum und so. Ja, VW Motorsport hat mal für den Golf 2 Rallye, haben die mal einen Shifter gebaut mit Schaltseilen. Also Umbau schon auf Schaltseile damals. Ah. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein 020 Getriebe war mit Gestänge oder ob die schon 021 in dem Auto hatten. Mit dem Konstrukteur, der das damals konstruiert hat, habe ich sogar Kontakt. Mittlerweile lebt der in Übersee, ist auch in Rente schon lange. Und das Grundprinzip der Ebenentrennung, weil du hast gerade in dem Audi-Shifter, siehst du, da ist oben ein großes, so eine Art Uniball drin. Mhm. Da ist also ein Gelenk, was beide Bewegungen umsetzt. Mhm. So, also Kugellagerung. Beide Bewegungen heißt jetzt für die Laien einmal das vorne nach hinten und das links rechts. Genau, wir haben ja immer eine Schaltbewegung, die Vorwärts-Rückwärts-Bewegung. Und eine Wählbewegung für die Gasse, die Rechts-Links-Bewegung. Hier muss man dann noch, ne? Rückwärtsgang. So. Aber das ist alles in einer Kugel hier gelagert. Mhm. So. Und dieses Prinzip der Gassenteilung, so wie hier, dass wir eine Gasse haben für die Wählbewegung oder eine Achse für die Wählbewegung und eine Achse für die Schaltbewegung. Also diese Trennung. Das hat der gute Mann von VW Motorsport damals erfunden. Mhm. Also beziehungsweise einmal die Achse. Genau. Wir haben zwei Achsen. Dadurch haben wir den Vorteil, wir können halt einstellen die seitlichen Anschläge und halt in dem Moment dann auch hier den Rückwärtsgang, die Rückwärtsgangbetätigung, was bei uns immer über einen Zug stattfindet, soweit das überhaupt vorhanden ist. Weil es gibt auch Fünfgang-Shifter, die haben keine Betätigung, weil das im Getriebe gesperrt ist.
Genau, und ich erinnere mich dran, den ich mal gesehen hatte, das war schon auch so grob so, aber hier ging eine Stange durch. Das war schon irgendwie so aufgeteilt. Ja, aber ist auch 15 Jahre her mittlerweile. Wer weiß, welche hat der allererste Golfschifter von uns, der war auch mit Stange noch. Ja. Also Golf 1 war noch mit Stange. Oder vielleicht war es auch so einer schon. Kann sein. Ja, auf jeden Fall hier oben, seht ihr, wenn man hier oben reinguckt, das ist, was Christian meinte, dass man halt die Gasse links, rechts einstellen kann, über diese kleinen Wadenschrauben. Ist, glaube ich, auch eine Thematik, die bei den Dingern komplett unterschätzt wird, das Ding richtig einzustellen. Total. Also, ich will nicht wissen, wie oft das Telefon hier klingelt, weil es einer nicht hinkriegt. Ja, man muss sich halt mit der Materie mal beschäftigen. Ja. Ist jetzt keine Raketenwissenschaft, so einen Shifter einzubauen und einzustellen, aber ist schon, wenn man Schalthebel, so einen Serienschalthebel rausgenommen hat, der funktioniert hat und baut ein komplett neues System ein, dann muss man halt sich die Zeit nehmen, ganz in Ruhe auf sich wirken lassen und sich die Details mal anschauen, weil die Schrauben sind ja nicht aus Spaß daran. Mhm. Ja, da kommen wir später noch zu, warum das wichtig ist, das entsprechend einzustellen. Mhm. Ja. Weil der beste Shifter nützt nichts, wenn er nicht richtig eingestellt ist. Das ist wie wenn ich eine Nockenwelle im Motor lege, die Kette drauf werfe und mich wundere, dass das Ding nicht anspringt. Wenn nicht läuft, ja. Unterschied zwischen Original und dem von euch ist auch, dass die Ruhelage immer wieder über diese krasse Feder getroffen wird. Genau, das ist auch ein geiles Shifter. Es gibt keinen Shifter ohne diese Mittellagerfeder. Wie ist das mit Thema Verkürzung? Kann der Kunde sich ein bisschen selber aussuchen, wie kurz es wird? Nein, grundsätzlich nicht. Das, okay. Sowas gibt es am Markt, das machen wir gar nicht, weil wir, ja, haben wir gerade schon gesagt, dieses Schaltschema ist bei uns immer ungefähr 70 mal 70 mm. Mhm. Mal mehr, mal weniger, also das variiert um ein paar Millimeter. Das heißt, von hier nach hier sind genau. 70 mm ungefähr. Ja, genauso wie rechts, links. Mhm. Also rechts, links sollte dann auch 70 mhm. mal 70 mm sein, sonst hast du kein harmonisches Schaltbild. Wenn das zu lang wird, also vom Schaltweg zu lang wird und zu schmal, ist das unpräzise und umgekehrt ist es noch schlechter. Also wenn du ganz kurze Schaltwege hast, aber die Spreizung oder die Wellgasse sehr breit ist, kannst du gar nicht mehr schalten. Das funktioniert überhaupt nicht. Und die 70-70, aber hier unten, was quasi der Kugelkopf mit den Seilen macht oder hier oben, was der Knauf zurückgeht? Es geht immer um die Bewegung am Knauf. Am Knauf. Echt so wenig. Ich hätte gedacht, das ist immer noch so mehr. 70 ist ja echt nicht. Genau, nachher mal im Auto schauen, dass das gar nicht so kurz ist, wie sich das anhört. Im T5. Wir haben ein paar Autos hier, da können wir mal reingucken. Ja, geil, okay. Das heißt, eigentlich ist das das Herzstück, kann man so sagen. Ja. Und dann, jetzt kommen wir aber zu den Details, dann müssen wir da mal ein bisschen mal rüber gucken. Dann kommt ja noch alles drumherum. Also erstens mal sehen die natürlich nicht immer gleich aus, sondern es ist ja schon eigentlich so, dass bis auf dieses Teil in der Mitte für jedes Auto du wieder alles nochmal anders brauchst. Ja, selbst das in der Mitte ist ja für viele Autos nicht gleich, weil ganz einfaches Beispiel, hier steht ein Porsche Shifter, ein älteres Modell, den haben wir mal zurückgekriegt vom Kunden, weil der einen eloxierten haben wollte. Da habe ich gesagt, komm, ich nehme den. Ist auch einer der ersten Porsche Shifter überhaupt. Aber auch der funktioniert nach wie vor wunderbar. Ich habe den extra nicht sauber gemacht. Man sieht also, dass der richtig benutzt worden ist. Da geht es schon los, die Koppelstange rechts, links oder rechts. Aha. Wenn ich die beiden Shifter jetzt theoretisch, oder wenn ich so einen Shifter hätte mit Koppelstange rechts, würde der im VW niemals funktionieren. Wegen Seile nach vorne und nach hinten? Ich habe, nee. Das Schaltschema wäre in dem Moment vertauscht. Steht. Das heißt, dann wäre erste und fünfte genau. Andersrum. Ja. Auch mal witzig. Und das sind also die Basics, wo man erstmal mit anfängt, zu gucken, was haben wir für Gegebenheiten im Auto. Und dadurch entstehen natürlich schon Unterschiede hier in dieser, wir sagen hier Main Unit zu, also diese Einheit ist für uns die Main Unit, Haupteinheit. Da gibt es dann immer rechte und linke Ausführungen. Was denkst du, wie lange hält so ein Ding? Bei so einer Originalschaltung, jeder kennt es, wenn die mal 200.000 Kilometer hat, ist das ja schon so ein bisschen alles ein bisschen weicher. Weil nach 200.000 Kilometer ist unsere Schaltung eingefahren. Echt? Ja. Dann ist sie gerade also so. Wir haben, der Freund, mit dem ich damals 2002 den ersten Shifter gebaut habe, der hat seit 15 Jahren oder so, hat der einen E46, so ein Daily, als Diesel, 2 Liter Diesel. Da haben wir einen Shifter reingesteckt und das Auto hat jetzt 530.000 Kilometer gelaufen und davon 450.000 mit Shifter. Unserem Shifter. Da habe ich keine Schraube dran gedreht, funktioniert wie am ersten Tag. Krass. Okay. So, als allererstes müssen wir jetzt einen Mythos aufklären. Das sieht hier so ein bisschen aus, als wenn es Gewicht wäre. Soll aber kein Gewicht sein, sondern einfach nur, damit man es schöner einstellen kann. Wahrscheinlich die Stange so, ne? Ja, die werden aus Sechskantmaterial gefertigt, diese Koppelstangen. Du siehst die auch hier in verschiedenen Längen. Ja, ja. Also hier ist ultra kurz.
mittlere Länge lang und wir haben die auch bis 150 mm, glaube ich, diese Stangen. Da kommt immer darauf an, weil welcher Fahrzeugtyp das ist. Gibt ja so einen Mythos, sich ein Gewicht auf die Schaltseile zu packen oder auf irgendeine Schaltgabel oder so, weil man dann die Gänge noch besser durchprügeln kann. Ja, weiß auch nicht, wo der Mythos herkommt. Wir gehen den anderen Weg. Eher leichter. Bei uns sieht man da zum Beispiel, das ist ein MQ350 VW-Getriebe. Wer sich mit VW so ein bisschen auskennt, der weiß, dass so ein Schalthebel, also der Hebel, der jetzt hier den Schaltvorgang macht, dass der normalerweise so ein Tilgergewicht drauf hat. Dieses Tilgergewicht hat unter anderem wieder eine Vibrations... soll Vibration eliminieren und soll halt den Schaltvorgang für, ich sag jetzt mal, Oma Piepen bringt beim Weg auch zum Aldi-Parkplatz unterstützen. Mhm. Weil wenn man dann den Schaltvorgang einmal angestoßen hat, geht der auf jeden Fall rein. Verstehe, also so ein bisschen Nachdruck hinter haben. Genau. Jetzt, wenn ich an so einem Hebel ein Gewicht dran habe und bin mit dem Auto sportlich unterwegs, dann kann das auch schon mal passieren, wenn ich irgendwo anbremse und fahre eine Bodenwelle, dass mir, je nachdem, wie das gerade steht, dass mir das den Gang rauszieht. Gang ausmacht, ne? Wenn es gerade und so deswegen steht, sagen wir immer, Gewichte bitte eliminieren. Ganz einfaches Beispiel, aktueller Jahres-GR hat ein geschraubtes Gewicht. Ich habe letztens den Test mit dem Kunden gemacht. Der kam an, selber eingebaut, nur eben kurz nachjustiert. Und dann habe ich gesagt, bitte das Gewicht rausnehmen. Ja, können wir das eben machen? Ja, haben wir gemacht. Und der hat nur im Stand geschaltet und sagt, der schaltet sich viel besser. Viel leichter wahrscheinlich. Ne? Präziser. Aber das muss man halt auch selbst hier schon sagen. Wie es gibt halt einfach Shifter und Shifter. Muss man einfach so sagen. Ne? Mag auch sein, dass ich immer bisher an den falschen Shifter gezogen habe. Weil du musst nachher auch immer selber ja auch mal dran ziehen. Weil es ist wirklich schon... Das ist eigentlich was man fürs Wohnzimmer so braucht. Ne? So zum Entspannen beim Fernsehen gucken. Ich sehe uns auch alle auf dem Schreibtisch. Du, Jonathan und ich. Alle im Büro sind den durchziehen. Nee, irgendwie ist das cool. Das sind jetzt auch die 70 mm. Ja. Das ist auch, ich will nicht sagen lang, aber es fühlt sich gar nicht so kurz an. Nee, deswegen. Das finde ich auch, ist genauso. Und was ich halt ganz schlimm finde, ist, wenn es nach links und rechts so wenig wird und man gar nicht mehr so richtig rüber muss. So, und dann ist nämlich ein weiterer Punkt hier bei CE. Eigene Schaltseile. Ja. Was auch selten ist. Es gibt ja ganz viele, die verwenden die originalen Seile weiter oder kürzen irgendwelche Seile. Es ist wie ein Ferrari-Fahren mit 155er Reifen. Weil die Seile, die originalen Seile, sind ja auch wieder entkoppelt. Mhm. Wenn du jetzt von dem Audi zum Beispiel vorne die Schaltstange noch mitgebracht hättest, da ist vorne ein ganz dicker Gummi. Habe ich heute Morgen noch gesucht, aber nicht gefunden. Auch wieder Entkopplung. Habe ich auch alles hier. Immer gerne raussuchen. Und unsere Schaltseile sind halt komplett in Stahl gelagert. Mhm. Also wenn du so einen Kugelkopf da abziehst, da ist kein Dämpfungselement mehr drin. Ja, auch da natürlich Geräuschübertragung. Mhm. Ja. Achso, also es geht jetzt um die Köpfe hier vorne. Genau. Da ist ja. Original gerne nochmal einen. Genau. Und wir haben hier, die sind jetzt nicht extra verriegelt. Und das ist halt Industriestandard. Da ist kein Spiel drin. Ja, aber ich bin wirklich immer wieder begeistert über die Vielfalt, weil es ist ja eben nicht so, dass dass das eigentlich ein Produkt ist, sondern dieses Produkt besteht ja aus, keine Ahnung, 80 Einzelteilen? 50 Einzelteile so? Könnte sogar mehr sein. Oder sogar noch mehr, weil es geht ja los mit Haltern, die Schalthebel. Ach, das ist ja schon immer mal ein bisschen, ne? Man da so braucht, bis so ein Set zusammen ist. Ja, und das ist ja jetzt unser Standard-Shifter für VW, also dieser Unterflurshifter. Und selbst den gibt es ja für zig verschiedene Fahrzeuge mit zig verschiedenen Getrieben. Mhm. Ja, also ich sie jetzt lügen. Ich glaube, wir haben da 12 Varianten von. Nur über andere Schaltseile und anderes Zubehör. Unterflur heißt in dem Fall, das ist unser Karosserieblech. Die genau. Schaltseile laufen im Mitteltunnel. Ja. Und das wäre halt so typisch Rennsport. Genau. Muss halt geil aussehen, soll auf dem Tunnel drauf liegen. Kommt auch so ein bisschen immer aufs Fahrzeug drauf an. Das schaltet sich auch so geil. Der jetzt der ist schwieriger? Oder nicht der? Stehen die Kunden hier und machen das auch nicht? Klar, dafür steht es. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann tatsächlich hinten ist, das eher so nervt, schon wieder vorne. Ich sehe 3 Stück für den Schreibtisch. Ja, mega. Geil. Was ist am schwierigsten der Fertigung von euch? Unser Nadelöhr ist immer Aluminiumschweißen. Mhm. Weil es halt zeitintensiv ist. Die Nacharbeit ist natürlich auch, weil wenn das Teil fertig geschweißt ist,
das Aluminiumteil ja nicht fertig oder das Blechteil, sondern dann muss noch gebürstet werden, dann geht es zum Eloxieren. Eloxieren ist auch so ein Riesenthema. Durch unsere Blechkonstruktion haben wir ab und zu so Laufspuren drauf, die wir, wo die Teile dann sofort wieder abgebeizt werden. Dann gehen die nochmal, werden nochmal nachgearbeitet und gehen wieder zum Eloxieren. Ist leider manchmal ein bisschen schwierig, nervig, aber Blech, also Schweißen, Blechbearbeitung ist schon unser Nadelöhr. Ja. Welcher Shifter von allen ist der beliebteste? Im Moment, ja, es geht ja. Echt? Ja, mit Abstand. Ich fand, in Deutschland oder weltweit? Weltweit. Weil ich fand, gerade habe ich noch zu Benny gesagt, weil mit dem hatten wir mal auch mal so ein Jahres-GR gefahren. Das war so vor einem Jahr, finde ich, hast du in jeder Ecke, hatte jeder so ein Auto zum Testen und so weiter. Und seitdem, finde ich, ist es ein bisschen ruhiger geworden, was Auto wäre. Bei uns sieht es anders aus. Krass. Also wir und haben beim Jahres eigentlich immer Rückstand. Die schaffen das gar nicht. Vorher war wahrscheinlich in Deutschland alles, was so VW Audi ist, diese ganzen 5-6-Gang-Sachen. Nach wie vor. VW, Audi unter die ganze BMW-Riege. E36, E46. Umsatzträger, klar. E36 oder E46, 5- und 6-Gang-Shifter, ist das Ding eigentlich gleich? Shifter ist 100% identisch. Gleich. Also ist wirklich der sechste Gang, der nur dazukommt, ist dann wirklich im Getriebe eigentlich nur die Gasse. Also der eine Weg, der mehr geht. Ja, dem Shifter ist ja egal, ob ich den fünften einlege ja, und hier nicht mehr weiterkomme oder ob ich den Hebel noch nach hinten ziehe. Das ist dem Shifter egal. Liegt halt ausschließlich am Getriebe, weil der Sechste halt nicht vorhanden ist. Das ist aber bei allen Shiftern so. Christian, sag mal, wie ist denn das eigentlich in Sachen TÜV? Wir haben für fast alle Shifter ein TÜV-Gutachten. Muss man das echt eintragen? Wer hätte gedacht, hier so Schaltung ist ja so. Was ist ja, so ist vielleicht der Irrglaube, der da kursiert. Das Problem ist gar nicht die Polizeikontrolle, da kommt man immer irgendwie nach Hause, wenn man sich ein Taxi nimmt. Das Problem ist auch nicht schlecht. Das Problem ist Unfall, Personenschaden, nicht eingetragenes Teil am Fahrzeug. Wirst du nicht mehr glücklich. Ich habe schon die Fälle gehabt bei Kunden im Kundenstamm, dass die Versicherung die Regelungen abgelehnt hat, weil die halt nicht zum TÜV gefahren sind mit dem Shifter. So. Und das war dann glücklicherweise kein Personenschaden, aber so ein Ding mit Personenschaden kannst du private Insolvenz anmelden. Ja, klar, wenn da was richtig was passiert, ja, dann. Und wenn einer erzählt, sowas ist eintragungsfrei, der haftet nicht dafür. Der nee, das ist klar. Ja, aber und auch kein TÜV-Prüfer haftet dafür. Im Endeffekt haftet der Fahrer oder der Halter von dem Fahrzeug. Aber macht ihr das aus nur rein aus der Sicherheit mit TÜV oder glaubst du wirklich, dass man es eintragen muss? Also klar, wenn da jetzt einer im Innenraum einen Kopf drauf knallt, ist halt doof. Aber ich überlege halt gerade, warum man das eintragen müsste. Also unter welchem Aspekt? Ja, habe ich ja gerade gesagt, wenn Unfall mit Personenschaden. Also ich meine jetzt nicht die Insassen von dem Auto. Ja, ja klar. Sondern so du fährst mit deinem Auto, ob der jetzt ein Shifter eingetragen ist oder ein Satz Räder nicht eingetragen sind, also nicht eingetragen sind, ist völlig unerheblich. Wenn die Versicherung sich irgendwo rauswinden kann, dann machen die das. Ja, und wenn die das letzte i-Tüpfelchen, der nicht eingetragene Shifter, denen dazu reicht, sich aus der Haftung zu winden, werden die das tun. Dann werden sie das tun. So, ja. Wenn du in die Falle reingetappt bist, ist zu spät, dann kommst du nicht mehr raus. Dann ist dafür gibt es ja TÜV. Wir liefern in Deutschland grundsätzlich jeden Shifter mit TÜV-Gutachten aus. Falls das mal nicht der Fall sein sollte, weil der Shifter noch zu neu ist, wird der Kunde definitiv darauf hingewiesen. Und kann auch logischerweise vom Kauf zurücktreten, wenn er das nicht möchte. Hatten wir aber bisher ganz, ganz selten, weil wir schon recht zügig sind dabei. Weil wenn wir so ein neues Produkt entwickeln, wie zum Beispiel Jahres-GR, dann ist selbst der Prototyp schon, also ist dann nicht mit Gutachten, aber ist schon per 21er eingetragen. Ja, also ich lasse hier keinen Kunden vom Hof fahren, wo kein Shifter eingetragen. Und da gibt es ein richtiges Materialgutachten zu? Nein, es gibt ein Teilegutachten dazu. Teilegutachten. Ja, also die Teile sind halt typgeprüft. Ja. Und krass. Man braucht eigentlich nur zum TÜV fahren und der TÜV ist ganz genau. Ganz genau. Die werden auch entsprechend gelabelt, die Shifter. Die kriegen so ein kleines Label auf der Seite, wo halt die entsprechende Gutachtennummer draufsteht und die Artikelnummer. Das steht in dem entsprechenden Gutachten drin und dann kann man einfach, oder muss man damit zum TÜV fahren, weil es muss eine Anbauabnahme erfolgen. Es ist keine ABE, also da wird oft verwechselt. Viele meinen, sie legen sich den Zettel ins Auto und sind fertig damit. Ja. Ist genau die gleiche Falle. Ja, es muss eingetragen werden.
Okay, ja, ich würde sagen, euch werden schon die Ohren bluten, wahrscheinlich, aber höchstgradig informativ bis hierhin. Jetzt geht es um dieses Objekt der Begierde weiter, aber ich würde sagen, für heute reicht es erstmal. Danke fürs Zuschauen und im nächsten Teil geht es damit direkt richtig los. Tschüss, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.